Servus Leute, zurück zu Let's Play Kingdom Northlands. Wir haben das letzte Mal Lokis Zepter bekommen, was zwar einen ganz nützlichen Effekt hat, nämlich ich kann mich in einen Greedling verwandeln und dementsprechend von den Greedlingen nicht angegriffen werden, aber der Stein ist weg. Ich will lieber Thors Hammer haben, dementsprechend blöd. Was wir jetzt machen werden, ist auf jeden Fall mal in den Angriff übergehen. Weil rechts kann ich bisher noch nichts machen. Das liegt daran, weil rechts gerade hier was im Weg ist. Ich habe die Steine, die Bäume schon markiert, aber hier ist das Portal im Weg. Ich muss da durch. Ich muss hier eine Mauer hochziehen. Genau, hier eine Mauer hochziehen, weil dann kriege ich hoffentlich wieder meinen Stein und kann meine Waffen wechseln. Das wäre schon sehr wichtig. Außerdem wurde mein Hund letztes Mal geklaut. Das ist sehr ärgerlich. Und dadurch, dass wir auf den Wolf gegangen sind, Wolf gestiegen sind, komischerweise ist es jetzt so... Moment, wo muss ich vielleicht verteidigen? Vielleicht rechts, vielleicht links, ich weiß es nicht. Okay, da kommen auf jeden Fall welche. Ich könnte mich jetzt verkleiden und mich unter sie mischen. Aber von da kommt auf jeden Fall eine Retaliation-Welle. Das ist gut. Das ist gut. Dann weiß ich nämlich Bescheid. Seit ich den Wolf hatte, ist jetzt hier komischerweise so, dass die jetzt so komisch leuchten. Ist mir prinzipiell egal, aber wichtig ist bloß, ich will da mich ausweiten. Ich will mich hier rechts ausbreiten können. Das ist eine starke Welle. Kann nichts dagegen sagen. Weg mit euch! Lasst die Mauer in Ruhe. Ja, okay, das sind Schwächer. Okay, der hatte noch eine Maske an. Und irgendwo liegt auch Stroh rum. Also das ist ganz schlimm, diese Kombination. Aber mit dem müssten sie jetzt klarkommen. Oh. Ja, warum nicht? Nee, ich gebe dir Geld, nicht du mir. Gönn dir hier alles. Gönn dir alles. Ich hole mir neues Geld, das ist kein Thema. Nein, da hätte ich jetzt eine Münze gebraucht. Die sind hier drin, das bedeutet, dass sehr viel Geld zu holen. Oh ja. Oh ja, extrem viel Geld. Sehr schön. Okay, der Tag ist auch... ongoing. Gut, das ist wichtig. Tag ist ongoing. Da liegt eine Münze. Gönn dir einfach eine. Schilder auffüllen und dann müssen wir hier upgraden. Erweitern. Hier. Da brauche ich unbedingt. Mehr Platz. Das können wir auch gleich bauen. Schaden tut's nicht. Na doch. Da müssten immer noch Viecher spawnen. Viecher! Los, geht vor und baut. Baut. Nein, der Tag ist schon zu Ende. Gebt auf, das Bauen. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, das Bauen. Wobei. Kommt jetzt eine Gegnerwelle? Ist nicht. Es fehlen Bauarbeiter. Es fehlen tatsächlich Bauarbeiter. Aber das ist gut. Wird dann das vorne überhaupt als Mauer angesehen, wenn noch Bauarbeiter fehlen? Ich bin verwirrt. Die gehen sehr weit raus. Dafür, dass gerade Nacht ist. Ich muss diesmal mit
mit Verteidigern arbeiten. Wenn die jetzt ankommen, muss ich mit Verteidigern arbeiten. Anders überstehe ich diese Nacht nicht. Mit dieser mickpopligen Mauer. Und dann brauche ich eine Truhe. Kommen hier Gegner? Ja, es kommen Gegner. Krass. Die wollen halt einfach nicht aufhören, die Gegner. Die wollen halt einfach nicht locker lassen. Nein! Schon wieder. Ich denke mir dauernd... Nein! Oh, ging gerade nicht. Okay. Oder ich wurde, glaube ich, gleich gehittet. Das ist es eher. Belastend, ich kann nicht angreifen. Außer mit Feuer. Schön. So, die Mauer muss höher werden. Die Mauer muss stärker werden. Und ich brauche hier Verteidigung. Das ist gut. Okay, das ist sehr gut. Theoretisch müsste jetzt auch irgendwo das Steinportal gespawnt sein, oder? Ich werde es prüfen, nachdem ich die Mauer nochmal aktiviert habe. Nochmal den Bau der Mauer, weil das dauert, bis die gebaut ist. Das da müsste schnell... nee. War überraschend. Ich hatte jetzt gedacht, dass es rechts schneller fertig wird. Okay, baut mal. So, ich hätte das Portal nutzen können, aber ich gehe jetzt damit. Ist hier irgendwo... Irgendwo... der Stein gespawnt, mit dem ich Waffen wechseln kann? Der wäre hier gespawnt beim Portal, stimmt's? Habe ich mir den Stein... Kann der nicht mehr spawnen, weil da jetzt hier sowas ist. So ein Portal. Ist es eine Möglichkeit, dass es wirklich so funktioniert? Das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht weg sein. Der kann doch nicht existent sein. Ey, wie belastend ist denn das? Ich überlege, dass ich einfach auf eine andere Insel gehe. Dort geht es dann. Apropos andere Insel. Habe ich da schon die beste Verteidigung hier? Die für Geld möglich war? Ja. Habe ich. Okay. Alles gut. Ey, Spiel! Du machst es mir unnötig schwer. Und ich kann nicht mal was dafür. Oder kann ich was dafür? Jammer ich zu viel? Für eigene Dummheit? Habe ich keinen Blick dafür? Habe ich es die ganze Zeit übersehen? Ich fühle mich so nackt ohne den Hammer. So, mehr davon, mehr davon. Ich hätte die Zeit auch nutzen sollen, da rechts noch mehr zu machen. Aber wir kriegen auf jeden Fall jetzt eine riesen Bogenschützenstreitmacht. Das ist schon mal etwas. Okay, links will ich dann auf jeden Fall angreifen. Links will ich töten. Links will ich alles vernichten. Aber rechts muss ich erstmal verteidigen. Also Bogenschützen habe ich ein paar. Ich kann Gegner nur immer zurückschubsen und ich kann halt mit dem sie rausgehen lassen, damit sie verteidigen zusätzlich. Ich könnte Berserker. Wobei, Berserkerladen habe ich auch noch nicht auf der Seite gesehen. Nicht mehr seit dem Schildladen. Seitdem der Schildladen dort gespawnt ist. Kriegt ihr das noch fertig? Das kriegt ihr nicht fertig, oder? Das kriegt ihr leider nicht fertig. Geht rein! Bleibt doch nicht einfach stehen! Was ist denn das? Bleiben die einfach stehen, die Noobs! Schön zurückschleudern. Oh, also da war ein Kleinvieh gespawnt.
Das ist interessant. Mir kam es so vor, als würde das Feuer von den Feuertürmen die nur temporär vernichten. Aber hier mein Feuer, das triggert das schon länger. Sehr interessant finde ich das. So. Okay. Bauarbeiter kommen, ist gut. Was ist mit den alten Bauarbeitern geschehen, die gestorben sind? Ich brauche Geld auf jeden Fall noch. Ich brauche Geld auf jeden Fall noch. Wobei, der eine Bogenschütze, der gerade vorbeigelaufen ist, der hätte wahrscheinlich Geld mitgebracht. Der ist bestimmt an den ganzen Bauern vorbei und hat Geld einkassiert. Immer diese Rogue-Bogenschützen, die Geld kassieren wollen. So, jetzt gehen wir wieder auf die... Nee. Wir gehen nach... Ich fühle mich halt echt nackt. Ohne mein Zeug. So, das nächste Portal muss sterben. Und in der Zwischenzeit kann ich wieder zurück. Und schauen, ob ich da was Nützliches machen kann in der Zwischenzeit. Gib mir Geld. Reicht schon mal. Hier kann ich Schilde hinstellen. Aber das meinte ich tatsächlich nicht. Ich meinte eher in die Richtung... ja, genau. Die Verteidigung steht okay. Okay, die kommen... Deswegen kommen die alle zurück. Dachte mir gerade schon, was ist hier los? Kommt von hier die Counterwelle? Kommt die immer aus dem nächsten Portal? Nee, das ist nicht aktiv. Okay, vielleicht... Die kommt dann wahrscheinlich von links. Vielleicht kommt sie immer von der Seite, wo gerade angegriffen wird. Wenn jetzt ein Gegner kommt, hätte ich ein Problem. Deswegen lieber nicht zu lang warten. Nach links. Uff. So viel Geld. So viel Geld! Wieder mal. Uff. Ich gehe mal hier raus. Kommen hier Gegner. Kommen hier Gegner. Von der Seite. Wurde das jetzt kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Hier kommen keine Gegner. Hier gibt es Edelsteine. Das ist auch inaktiv. Hä? Lol. Gegner kommen nicht. Was ist hier los? Ich bin nervös. Hier muss doch irgendwo ein großer Gegenschlag kommen. Ein Racheangriff. Also müssen tut's nicht, aber... Da kommen sie. Okay, sie kamen doch von der Seite. Aber die haben gut gehalten. Bisher. Das ist gut. Dann tatsächlich würde ich direkt weiter angreifen. Die nicht verschnaufen lassen. Wir greifen an, wir greifen an, wir greifen an. Wenn die Nacht zu Ende ist. Vorausgesetzt, natürlich. Aber so wie es aussieht, ist sehr gut, die nächste Nacht... Okay, wir warten die Nacht ab. Wir warten die nächste Nacht ab. Der geht jetzt schon wieder zurück. Und es wird weiterhin immer mehr Kämpfer, immer mehr Schusskraft. Dass die einfach... Ich will die Steine haben. Wo sind die Steine? Ich will nicht Loki sein. Das ist so ein Verlust. Geschäft, was ich da gemacht habe. Den tollen Hammer verloren gegen eine Spielerei.
mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, weil ich da das Portal hingesetzt habe. Apropos Portal, das kann ich eigentlich nicht. Warum sollte ich jetzt hier rumlaufen? Und danach geht's eigentlich weiter nach links. Wir haben links jetzt zwei Portale, glaube ich, zerstört. Das heißt, da sind noch zwei. Das Hafenportal einerseits und eben noch eins von diesen garstigen Portalen. Ich will den Stab nicht mehr. Oh! Lol. Das ist interessant. Ich kann mich auch in Baddies, richtig große Viecher verwandeln. Bringt mir aber nichts. Ich kann ja nichts kämpfen. Ich kann nur mich verstecken. Ich finde es irgendwie sehr beruhigend, wenn ich da immer zuschaue, wie sie einfach einen nach dem anderen verrecken. Und einfach leiden. Ich leide darunter, so viel Geld zu haben. Also so viel Geld. Das Geld kann ich mal nutzen. Das Geld kann ich echt mal nutzen. Das kann ich auf der anderen Seite nutzen. Ich verliere immer noch Geld. Es ist eine... Oh. Das ist ja schön. Könnte es sein, dass der Winter naht? Ich würde sagen, ich bin bereit für den Winter. Oh, halt. Wir greifen links an. Die Zeit muss genutzt werden. Auch wenn jetzt eine Blutmondnacht kommt eigentlich. Könnte natürlich ein fataler Fehler sein, was ich jetzt mache, aber ich glaube nicht. Und wenn, dann ist es so. Dann verstecke ich mich als Loki. Was soll ich anderes machen? So, auf der anderen Seite mal schauen, ob da alles in Ordnung ist. Der Tag hat erst begonnen. Das ist gut. Stallmerchant. Das hat echt nichts gebracht, dass ich hier erweitert habe. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich zugeben. Bisschen stark enttäuschend noch dazu. Ja, problematisch, ja. Ich kann da nicht mal von der anderen Seite hier das Gebiet erweitern. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen, bis sie zum nächsten Portal kommen. Ja, vielleicht wäre es klug gewesen. Ist es klug, das abzugraden? Nee, das ist jetzt auf jeden Fall nicht klug. Da bin ich mir sehr sicher. Das letzte Mal kam die Angriffswelle von links. Dann wird sie wahrscheinlich wieder von links kommen. Das letzte Mal kam sie von rechts. So. Oh, das ist schon super. Ich krieg immer mehr Kämpfer. Immer mehr. Gönn dir. Nein, gönn dir. Nicht mir, gönn dir. Das finde ich verwirrend, dass auf einmal Tag wird. Ich erwarte eine Angriffswelle, aber es wird Tag. Alle erwarten eine Angriffswelle, wie wir sehen können. Nur das. Wir erwarten einen Blutmond. Kann der noch von der Seite kommen? Warte, war da vielleicht... Ne, das war das Portal, was wir jetzt bekämpft haben, nicht wahr? Dann gibt es... Genau, das gibt es noch. Shit, die kommen von der anderen Seite. Interessant ist, links ist inaktiv. Sehr interessant, aber ich habe jetzt nicht Well Fed Buff. Vielleicht komme ich noch rüber. Was kann ich machen drüben? Ich kann ein bisschen mit Feuer unterstützen, aber mehr nicht.
Und dann greifen wir da links voll an. Damit die linke Seite geklärt ist. So, Blutmond. Ich hoffe... Ah ja, das ist schön. Oh ja, die sind schon hier. Okay, die sind schon durchgebrochen. Soweit haben sie es schon geschafft. Warum? Wow! Und was die gerade ankommen. Holy moly. Okay, die Herbstwelle ist es wahrscheinlich. Ich sollte eigentlich so viel wie Geld habe ich auf jeden Fall. So viel wie geht einlagern. Was? Oh nein. Oh nein, die sind auch da durchgebrochen jetzt schon. Das ist schlecht. Wobei, vielleicht ist es nicht schlecht. Genau in die reingerannt. Bauarbeiter, wie sieht's aus? Kommt ihr hinter die Mauer? Das wäre nämlich sehr nett. Weg mit euch. Okay, die werden auf jeden Fall die leiden. Aber die haben, ohne dass wir es sehen, Schilde. Schild. Uff. Können wir den wegmachen? Das ist so ein starkes Feuer auf den, so eine Konzentration an Feuer. Das macht mir noch ein. Interessant ist auch, tatsächlich, das ist auch eine Besonderheit von Northland. Eigentlich gibt es nämlich auch fliegende Gegner, die zum Beispiel so Türme angreifen können. Und die Leute daraus hauen können. Aber das ist hier nicht so. So, das ist schön. Puh, der Blutmond hat ordentlich wehgetan. Ich muss schon sagen, das war absolut verheerend. Aber jetzt wird aufgeräumt. Oh, hier hat es jemanden rausgeschleudert. Scheinbar. Okay. Ah. Ist jetzt Tag oder Nacht? Weil das war eine lange Welle. Ich hoffe einfach mal. Wir gehen raus zumindest. Das bedeutet, der Tag beginnt, oder? Das ist gut. Das ist gut. Die Zeit nutzen wir. Das noch schnell. Ah, ist in Ordnung. Und jetzt schnell an die linke Seite. Die Zeit absolut ausnutzen. Und wieder angreifen. Angriff. Zerstört das Portal am Hafen, bitte. Dann ist Ruhe auf der linken Seite. Dann muss ich mich nie wieder um die linke Seite... theoretisch nie wieder um die linke Seite kümmern. Übrigens wäre das fatal, wenn ich da noch nicht diesen Loki-Staff geholt hätte. Wenn ich da jetzt auf der linken Seite durchmarschiert wäre. Weil... Ihr seht, ich muss ja die Krone verlieren. Das geht nur, wenn... Ja, ihr wisst Bescheid. So, nutzen wir das, die Zeit und das Geld, um... Sachen zu rekrutieren. Und natürlich ganz wichtig, Geld zu... Geh weg! Geht weg! Geht weg! Das ist für den! Geht alle weg! Ihr geht mir auf den Geist! Nein, lauf nicht an dem Geld vorbei. So. Schön Geld rein investieren. Der Rest ist in Ordnung. Das schauen wir gleich mal. Die Bauern müssten sehr viel gesammelt haben mittlerweile. Theoretisch. Oder auch nicht. Irgendjemand hat zumindest sehr viel gesammelt. Wenn die Bauern es nicht sind, dann... ich höre noch kein...
Sound, dass wir gewonnen haben. Was ist da links los? Ich sehe auch keine Flaggen, die nicht mehr stehen. Oh oh. War das zu lang, der Weg? War das ein zu langer Weg bis zum Portal hin? Das kann sein. Und wenn jetzt die Gegner da drin spawnen, das kann böse enden. Shit. Ah. Ah, befreiender Sound. Sehr befreiender Sound. Puh, links ist safe. Wir sind safe. Wir können... Ah, das ist schön. Jetzt müssen wir uns nur noch auf die rechte Seite konzentrieren. Das geht auch ratzfatz. Theoretisch. Ich würde gerne den Turm auf upgraden noch einmal. Aber jetzt warten wir es mal ab. Ich hätte gern Thor's Hammer wieder. Ich hätte gern meine Superwaffen zur Verfügung. Blöde Erweiterung, wenn man die Superwaffen nicht haben darf. Was ist hier? Was ist hier? Wieso ist hier Geld? Nein! Pferd, warum hast du nicht den Charge gemacht? Na gut, das Geld. Ich habe genügend Geld, um einfach mal reinzulaufen. Das ist auch witzig. Jetzt kommen wieder diese hässlichen Viecher. Aber jetzt brennen sie auch, diese hässlichen Viecher. Okay, der kotzt nur noch normale Dudes. Das ist ein Zeichen, dass er auch schon schwächer ist. Der gönnt sich an eine Münze. Das ist die Retaliation-Welle, oder? Ja, genau. Wir haben ja das Hafenportal zerstört. Die halten so viel aus. Ich hätte so gern den Hammer. Der könnte wenigstens das alles beschleunigen. Oh, ist einer zerstört worden, wie es scheint. Gut, gut, gut. Dann ist das Feuer nur noch auf einen. Und der andere ist auch da. Damit lässt sich doch leben. So, andere Seite. Ich komme, aber erst mache ich hier noch einen Besuch. Und fülle die... Jetzt haben wir hier den Berserker-Merchant. Moment, warum ist hier der Berserker-Typ Ach so, weil es einmal kaputt gegangen ist. Aber... Ach so, jetzt... Und jetzt beginnt die Nacht schon. Hm. Tatsächlich, ja, der Mond. Das können wir mal machen. Wir haben Geld. Dann investiere ich es halt mal hier. Vielleicht wollen wir auf eine andere Insel, wo ein Stein ist, wo ich eine neue Waffe bekommen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das nie nötig. Wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß es auch nicht. So, jetzt hätte ich gern wieder Geld. Da liegt Geld. Oh, du möchtest mit zu uns. Ah ja, es war gerade eine Angriffswelle, deswegen passiert hier gerade nichts. Auch schön. Das bedeutet allerdings auch, ich kann eigentlich... Ich muss sogar... Wenn jetzt der nächste Tag beginnt, ist Angriff angesagt. Warum sollte ich warten? Auf was sollte ich warten? Auf was sollte ich bitte schön warten? Ah, okay. Ich habe was gefunden, auf was ich warten könnte. Ich wollte den Turm eigentlich erweitern. Aber gut. Ich habe kein Geld zur Verfügung, deswegen... Nehmen wir mal bei den Bauern hier mal vorbeischauen. Ah, ich muss mal bei anderen Bauern vorbeischauen. Bei denen war ich nämlich schon. Bei denen zum Beispiel. Da habe ich schon längere Zeit mal vorbeigeschaut. Okay, der Winter. Incoming. Winter's coming. Eklig. Einfach nur eklig, dieser Winter. Aber ja. Die Bauern dürfen noch ein letztes Mal farmen und dann ist es zu Ende.
dann geht's nur noch. Oh, schon fertig. Okay. Ich bin noch nicht mal hier angekommen. Aber das ist okay. Vollkommen okay. Ihr habt alle massivst Geld angehäuft. Das ist sehr gut. Das können wir gebrauchen. Hat jemand einen Stein gesehen? Einen Stein, in dem ich Waffen ändern kann. Nein, dann ist das belastet. So. Ach, das ist gut. Der Schildshop fehlt hier. Sehe ich gerade. So. Okay, investieren wir. Halt. Du kannst so. Oh, da kommen schon welche. Okay. Die Gegenschlagswelle. Vorrücken. Schubst sie zurück. Da oben hat es einen rausgeschlagen, kann es sein? Also wenn sie in der Nähe von dem Turm schlagen, dann kann jemand rausfallen. So meine Theorie. Ja gut. Okay. Ich brauche mehr Geld. Die Welle wurde zurückgeschlagen. Das ist gut. Halt, du kannst noch was essen, also ess noch was. Hol dir noch einen Buff. Jawohl. Ein letztes Mal wahrscheinlich. Jetzt müsste so langsam es zur Neige gehen. Der Winter naht. Ich will tatsächlich jetzt mal kurz eine Runde verschnaufen und nach links gehen und dort die Sachen ausbauen. Geld reicht. Das ist genug. Ich krieg noch mehr. Das ist genug. Ja, das ist absolut genug. Jetzt rushen wir durch. Das ist jetzt ein Angriff nach dem anderen. Zweimal noch angreifen. Ne, einmal bloß angreifen, dann kann ich die Bombe schon aktivieren. Einziges Problem in Anführungsstrichen könnte sein, dass wir erstmal dorthin kommen müssen. Das ist ein langer Weg, würde ich damit sagen. So, die Bauarbeiter schon mal in die Richtung bewegen lassen. Es haben sich noch keine Büsche entwickelt. Aber das können wir auch mal mitnehmen. Oder auch nicht. So, jetzt können wir es mitnehmen. Die Bauarbeiter in die Richtung bewegen lassen. Schön in die Richtung. Und dann muss hier Zeug gebaut werden. Mehr Zeug. Sehr schön. Muss ich echt mal nachschlagen, was überhaupt die Erweiterung des Towers bedeutet. Also was hat man davon, den zu erweitern? Ich habe keine Ahnung. Was bringt das? So, lass hier kein Wildschwein sein. Naja, wobei. Wenn eins da wäre, dann ist es so. Das kriegen wir auch irgendwie geregelt. Logisch, Stab. Regt mich so auf. Ah, mich verschlechtert. Aber mich so stark. Oh, ich hab so viel Geld dabei. Sehr schön. So viel Geld, dass ich schon wieder alles verliere. Puh.
So, wenn die Nacht zu Ende ist, geht der nächste Schlag wieder los. Ich überlege gerade, lohnt es sich da links? Nee, lohnt sich nicht. Oh! Ja, sehr herrlich. Ja, da habe ich mal nicht aufgepasst und schon. Ah, das ist belastend. Ah, aber die hauen ab. So, die sind. Nein, die hauen nicht ab. Die denken gar nicht daran, abzuhauen. Denken die wirklich nicht daran, abzuhauen? Doch. Komisch. Ja, das ist jetzt belastend. Das schlägt meine Pläne jetzt ein bisschen zurück. Ich wollte nämlich jetzt direkt angreifen. Aber gut. Dann nutzen wir den Tag zumindest, um hier die Verteidigung auszubauen. Das ist auch nicht schlimm. So, und wir schauen uns mal kurz hier um, was wir hier machen können. Das haben wir zerstört. Ich erinnere mich, das haben wir zerstört. Das können wir abbauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das ist das nächste Portal. Mhm. Und danach kommt schon nichts mehr. Hm? Gut. Eigentlich ist der Loki-Stab perfekt so am Anfang, um zu erkunden, weil die... ja genau, jetzt kommen ja die Büsche jetzt ins Spiel. Die Bauern können ja nichts mehr anderes machen. Ach nee, lass mal. Lass mal lieber. Das, oh, da ist das Wildschwein. Mhm. Haben wir das auch gefunden? Die Bauarbeiter machen sich jetzt erst auf den Weg. Das ist ein bisschen knapp. Okay, ich bin jetzt hier an der Seite. Ich kümmere mich mit darum. Zeit hier weiter abzubauen, aufzubauen. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt doch bestimmt massenhaft Geld, oder? Nein? Keiner hat massenhaft Geld eingesammelt? Schwach. Naja. Die Bögen, die sind immer weg. Die sind so schnell weg. Die müssten doch auch langsam mal hier... genau, die Bauern müssen doch langsam auch hier nichts mehr zu tun haben. Aber sie haben zum Glück noch ordentlich gefarmt. Sehr schön. Biere sind noch da. Bögen nicht mehr. Was ist da los? Warum werden die so gut weggesnackt? Ich brauche mich nicht beschweren, ist gut, aber... Die Bauarbeiter wieder. Bis zur letzten Minute. Los, vorrücken. Was war das jetzt? Wollt ihr mal wieder reinkommen? Wollt ihr mal wieder reinkommen? Ach nee, komm schon. Seid ernsthaft. Das ist ein Robbengekrebse hier. Jetzt ist der nächste Bauarbeiter draußen. Geht weg. Genau, geht weg. Schleicht euch. Jetzt kann Bauarbeiter raus. Ist das ein Rumgekrebse? Ja, die Zeit können wir aber gut nutzen. Gegenschlag. Moment, es ist doch jetzt Tag, nicht wahr? Ja, es ist Tag. Gut. Ach, letztes Portal. The last Portal. Übrigens, ich brauche Bauarbeiter.
Ich glaube, irgendwie ist die Anzahl von Bauarbeitern runtergegangen. Die Population der Bauarbeiter ist gesunken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Könnte es an meiner Politik liegen? Aber Politik, gib mir Geld. Jawohl. Ich will Bauarbeiter rekrutieren, deswegen brauche ich ein bisschen Geld. Und du hast Zinsen erwirtschaftet. Das will ich auch haben. Sehr schön. Bauarbeiter. Gebt mir Bauarbeiter. Mehr Bauarbeiter. Sehr schön. Nein, ich dachte, es klappt. Ich wollte extra warten, dass der vorbeiläuft. Hat nicht so geklappt. Ja. Gib mir Geld. Gib mir Geld! Hallo? Gib mir Geld. Hallo? Geld? Hallo? Nein, gib mir Geld. Jetzt will ich mal Geld haben. Der hört mir nicht zu. Ja, wo sind die ganzen Farmer? Was machen die denn die ganze Zeit? Die hocken hier rum und machen gar nichts. Ich muss jetzt nach rechts und da verteidigen. Da darf ich nicht durch. Da muss ich nicht durch. Der ignoriert mich. Ich werde Bogenschütze und komme an die Front. Oh, ich komme nicht an die Front. Mein Pferd ist also Puste. Schneller! Schneller! Tut so weh! Ich hoffe, meine Krieger kommen rechtzeitig zurück. Ich wollte sie nicht auf ein Harakiri-Kommando schicken, muss ich zugeben. Hat jemand Geld verdient? Ja! Oh, gut, 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 gut. Halt! Ich habe Geld verdient! Gönn dir die Münze. Sehr schön. Schiff ist bereit. Wenn ich den Hammer dringend will, dann kann ich den holen. Guten Tag, die Damen. Nein, meine Krone. Wie dumm von mir, weil ich habe ja gar keine Münzen dabei. Die ich gerade schütze. Das ist tatsächlich ein kleines Problem. Wobei ist es das jetzt? Münzen? Münzen? Irgendjemand Münzen? Das ist echt ein Problem. Das ist sehr riskant, was ich jetzt gerade betreibe. Ich kann natürlich auch einen Trupp nach vorne schicken. Der muss dann einfach verteidigen und aushalten. Halt. Die Münzen nehme ich! Sehr gut. Fein! Das war gut. Das war wirklich gut. Hat jemand Münzen? Das hat doch jemand Münzen aufgenommen, nicht wahr? Ich brauche Münzen. Okay. Das wurde auch besiegt. Deswegen können wir jetzt eigentlich mit der Bombe vorrücken. Aber das Problem ist, der Weg ist sehr lange mit der Bombe. Es wird dunkel, bevor die Bombe an der anderen Seite ankommt. Das ist problematisch. Deswegen... Ey, nein! Ja, gut. Wollte gerade sagen, der hat nichts gedroppt, als ich gedrückt habe. Soll ich vielleicht jetzt auf den Wolf wechseln? Nee, dann habe ich ja gar keinen. Ich weiß nicht, den Angriff vom Wolf. Bin noch nicht zufrieden. Oder ich weiß nicht, wie gut er ist im Vergleich zum Feuer. Das Feuer ist schon mächtig. Das trifft halt alle Kleinen. Mach die weg. Ich schau mal nach. Ich will eigentlich nach. Nach Bärenbüschen jetzt mal schauen. Da sind direkt welche. Da sind direkt welche. Okay, ich will eigentlich noch mehr Bärenbüschen suchen, aber tatsächlich. Es ist gefährlich, weil die andere Seite. Ja. Obwohl, es war gerade eine Retaliation. Es war aber kein Blutmond. Blutmond ist eher das wahrscheinlich, was die Gegner hindert zu spawnen. Nicht die Retaliation-Welle. So.
Auch hier ist das Maximum erreicht. Gibt es dafür ein Achievement? Nein, schade. Wenn, dann habe ich es, glaube ich, schon im Hauptspiel bekommen. Weil da hatte ich auch auf jeder Insel alles voll ausgebaut. Ah, wie weit komme ich? Wie weit komme ich? Wie weit komme ich? Na, wann beginnt das Blinken? Jetzt beginnt das Blinken. Zweiter Blinker und jetzt muss ich aufhören. Ich glaube, beim dritten Blinker schmeißt er mich raus. Also dann schmeißt er mich wieder zurück, dann habe ich das Geld umsonst rausgeschmissen, so in etwa. Ich muss jetzt expandieren. Ich muss verteidigen. Ich dachte tatsächlich nicht, dass es ein Problem ist. Die haben es kaputt gemacht und gehen jetzt weg. Ernsthaft. Wer wurde denn besiegt eigentlich? Waren es Bauarbeiter? Da sind die Schweinchen. Nicht in die Nähe von der Schweinchen gehen. Hier eine Mauer. Puh. Keine gute Position. Und ohne Geld ist es sehr schlecht. Ohne finanzielle Mittel ist das super schlecht. Ja, das ist zwar schön und gut. Hör auf zu schnaufen, verflucht. Hör auf zu schnaufen. Genau, danke. So, wir brauchen Geld vom Geldspeicher. Ah, die steigen da aus, weil dort vorne jetzt Verteidigung. Gib mir Geld. Finally, endlich. Damit komme ich klar. Das ist gute Geldmenge. So, damit können wir eine Mauer hochziehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Nach vorne. Beschleunigen. Die Mauer ist fertig. Die Mauer muss weitergebaut werden. Und das muss gebaut werden. Und das und das und das muss abgebaut werden. Die Mauer muss weiter ausgebaut werden. Das ist schlecht. Ich muss die Gegner etwas aufhalten. Ich kann sie nicht lang genug aufhalten. Es wird fatal werden. Die brechen durch. Ach du Heilige. Das war so fatal, war es noch nicht. Kann ich mal wieder chargen? Werft sie zurück. Rettet, was noch geht. Oh, du hast einen Bogen bekommen. Schön. Charge! Forward! Ich kämpfe hier mit allen Mitteln. Ja, okay. Nehmt mir das. Damit bin ich zufrieden. Die Verteidigung hält trotz fehlender Mauer. Könnte man sagen. Aber die muss auch halten. Es ist alternativlos, was hier passiert. Es ist absolut alternativlos. Die Mauer muss verteidigt werden. Beziehungsweise die Mauer muss noch wieder gebaut werden. Ja! Uff, gut. Sehr gut, tatsächlich. Was für ein Gekrebse. Aber
Hey, ihr habt die Bögen wieder eingesammelt. Yay! Dann haben wir wenigstens nicht alles verloren. Ihr habt die Bögen wieder eingesammelt. Schön. Und die Schilde werden... das wird gestärkt. Auch schön. Wohin geht ihr? Was ist da draußen? Was wollt ihr euch holen? Ah! Da sind eure Werkzeuge noch. Das ist gut, dass die Greedlinge die nicht mitgenommen haben. Warum wird hier kein Schildladen gebaut? Nein. Ich bräuchte Geld. Wo sind die Farmer? Ah ja, hier gibt's Geld. Dadurch wird Geld produziert. Sehr schön. Mhm. Kann man hier bald abbauen? Wichtiger ist die Mauer. Die Mauer ist wichtiger. Auf die höchste Stufe, bitte. Oh, hier ist ein Schildladen. Sehr gut. Wenn jetzt noch irgendwo ein Stein gespawnt ist, wäre ich glücklich. Ein Stein, um Waffen zu wechseln. Ich möchte mich nicht als Loki verkleiden und nichts tun. Ich könnte mir vorstellen, dass die Reichweite hier dann jetzt auch ausreicht. Mhm, her damit. Ein Baum noch. Genau, weg damit. So, was ist... Ah ja, ja, die Reichweite reicht aus. Locker. Komm, wir können auch von der anderen Seite sogar noch ein bisschen... Das können wir uns gönnen. Ah, es wird knapp. Tatsächlich, die Greedlinge kommen jetzt schon wieder gleich. Aber gönnen wollte ich es mir trotzdem. Naja. Was ich mir auch gerne gönne, ist das hier zu erweitern, aber... man kann nicht... alles haben. Oh, oh ja, das habe ich gerne. Aber was ich nicht gerne habe, ist, dass du jetzt während der Nacht da rausgehst. Das ist keine kluge Entscheidung. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Die Schilde, das ist wegen blöd. Die verlieren... Also diese Krabbe, wenn sie einmal durchmarschiert, die ist halt unaufhaltsam. Das ist beim Wildschwein übrigens genauso. Das Wildschwein wäre auch nicht aufzuhalten. Was ist mit euch? Warum geht ihr in der Nacht raus? Wollt ihr nicht mal reingehen? Das ist, gefährlich hier draußen. Genau, da kommen schon wieder die Greedlinge. Diesmal sorge ich rechtzeitig dafür, dass sie schwächer werden. Nicht zumindest. Ein Feuer und dann, ja. Schießt sie nieder. Diese Krabben sind schlimm. So, gegen die... Die kann ich schubsen. Es klappt. Oh, der hat da den runtergehauen. Wo ist der Bogenschütze? Hm. Ah, da ist kalt runtergehauen, die Ratte. So. Oh, schön. Sehr gut. Nein, 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 das nicht. Das. Brauchen wir zwar nicht mehr wirklich. Aber es macht nichts. Da ist ein Busch, der wird jetzt befarmt. Die einzelnen Bäume will ich jetzt noch wegmachen. Dann ist es hier safe. Ansonsten fehlt nur die Verteidigung da. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ich kann... Ja, das kann ich upgraden. Beziehungsweise bauen. Oh ja, habt ihr Geld? Ihr habt Geld. Ah, die Schweinchen sind im Gebiet. Das ist schlecht.
dass sie im Gebiet sind, ist gar nicht gut. Ich muss zum Hauptquartier. Da Geld holen und dann... Ah, da wäre auch was zu fahren. Ich habe schon kein Bier mehr. Und die Bombe. Die Bombe wird jetzt Zeit. Weil jetzt fehlt nur noch der finale Angriff. Die Steine. Vielleicht irgendwo Steine? Nein? Vielleicht? Nein? Vielleicht, wenn ich links weiter ausbaue und investiere? Ich könnte. Schade. Ich mache einfach mal. Es wird wieder dunkel. Ich mache einfach mal. Wo ist denn der nächste... Okay. Wo ist denn der nächste Haufen Dreck? Hier. Naja, vielleicht passiert hier was. Könnt ihr mal bauen, vielleicht erscheint ja irgendwo ein Haufen Steine. Ich würde es sehr begrüßen. Ja, sie greifen mich alle an. Okay. Ich wollte es zwar nicht testen, aber ich habe es jetzt doch mal getestet. Ich konnte es nicht sein lassen. Die greifen mich alle an. So, getestet wurde. Du wirst rekrutiert. Und zwar mit dem Bogen. Und dann will ich nach rechts vorrücken. Oh, habe ich da nicht irgendwo auch ein Portal hier gebaut? Ah, der Stein! Jawohl! Okay. Moment, war der Stein die ganze Zeit schon hier? Oh, gib mir den Hammer. Gib mir den Hammer. Ja! Das ist der Hammer! Ach, jetzt bin ich wieder glücklich. Das hat sich gezogen. Ich bin hier! Ich bin Thor! Oder Thorin? Der weibliche Thor. Was hat, glaube ich, sogar... Hat Marvel vorgehabt, einen weiblichen Thor zu machen? War das ein kleiner so... Was? Aufreger? Wie könnt ihr nur? Das passt doch gar nicht. Lass den Tag enden. Als nächstes die Bombe. Oh. Oh. Okay. Blutmond. Das ist extremer. Blutmond kommt. Damit rechne ich, habe ich jetzt nicht gerechnet. Moment, warum ist es noch dunkel? Egal. Hier ist ein Portal. Ich will hier zurück. Blutmond kommt. Ich habe den Hammer. Das ist schon mal stark für den Blutmond. Halt, du rekrutiert. Weswegen bin ich jetzt hier zurückgegangen überhaupt? Ach ja, die Bombe. Die will ich jetzt in Auftrag geben. Und nach dem Blutmond, dann geht's in den Gegenangriff. Nein, ich brauche Geld. Zum Glück habe ich schön eingecashed. So, schön. So. Auf geht's. Ja, mach ich halt noch ein paar von denen. 3 Stück können die maximal tragen. Das einzige Problem ist... Hey, gib mir... Was ist los? Ach, komm schon. Komm schon. Gib mir Geld. Nimm nicht Geld. Gib mir Geld. Ernsthaft. Spiel. Spiel. Mach. Spiel. Hilf mir. Die Funktion von dem ist, mir Geld zu geben. Ich will mein Geld hier raushaben. Ah, jetzt haut er ab.
jetzt haut er eiskalt ab. Wenigstens die Bauern kommen vorbei und geben mir Geld. Das ist wenigstens etwas. Nee, da darf ich nicht durch. Okay, Blutmond. Oh, shit. Natürlich kommen die Krieger von da rechts. Natürlich kommen die Krieger von da rechts. Okay. Habt ihr Geld verdient in der Zwischenzeit? Bisschen wenigstens? Irgendwas? Gar nichts? Doch, hier. Hier ist Geld gedroppt. Schön. Hier ist Geld gedroppt. Ja, kommt zurück. Kommt zurück. Es wird eine harte Welle werden. Das wird ein letzter harter Angriff von den Gegnern werden. Danach gehen wir in die Gegenoffensive. Ich hoffe, die Krieger kommen jetzt nicht mit raus. Ah. Mhm, Dreierturm ist nicht schlecht. Raus und verteidigen. Bogenschützen. Von den oben wurden Bogenschützen erwischt, wie es scheint. Nee, Bombe bleibt drin. Bleibt alle drin. Sehr gut. Unterstütze. Schnell mal raus. Gut. Oh, die Bombe bleibt wirklich drin. Das ist neu, sonst ist sie mal rausgegangen. Verteidigen. Oh Moment, ich habe ja den Hammer. Das habe ich schon ganz wieder vergessen. Der epische Hammer ist ja an meiner Seite. Ja genau, gib mir Geld, was ich verloren habe. Oh, die Bombe ist ein Stück rausgegangen. Das ist nicht so gut. Das sollte man vermeiden. Finally. Ah, noch einer noch. Auch besiegen können, oder? Sehr schön. Blutmond wurde besiegt. Risky Business jetzt. Ja, ist halt so. Die Truppe ist angeschlagen. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht mit einer angeschlagenen Truppe. Aber wir versuchen es einfach. Moment, das wird doch jetzt heller, oder? Das wird doch jetzt heller, oder? Es bleibt so lang dunkel. Kommt jetzt der Mond oder die Sonne? Ah, es wird heller. Wäre komisch gewesen. Wartet. Welcher Tag ist jetzt eigentlich? C111.25, glaube ich. Nee, das ist nicht 25. Das ist 50. Das ist 1150. Ich habe keinen Plan mehr. Irgendwie gehen die Tage schneller rum, als ich es... Moment. Wollte gerade sagen. Ein Angriffstrupp ist ein bisschen wenig. Kann man natürlich auch versuchen, aber das ist ein bisschen gezerrt. Oh, ich sollte Geld mit reinnehmen, weil ohne Geld kann ich die Bombe nicht aktivieren. So, Finale. Mega lange Episode, aber es ist wert. Oh, hier sind sie auch wieder. Nein, 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 der eine Bogenschütze ist nicht aktiviert. Und geldtechnisch sind sie wahrscheinlich auch nicht gut ausgestattet. Aber wenn wir das geschafft haben, haben wir alles geschafft. Dann haben wir die Greedlinge endgültig besiegt. Und das nördliche Königreich ist von seiner Gier geheilt. Die
Königin kann auf ewig herrschen und alles Geld für sich behalten. Muhaha, bis sie selbst zu einem Greenling wird. So ist die wahre Story. Theoretisch, ich weiß gar nicht, hat so ein Kampfbogenschütze eigentlich einen Unterschied zu einem normalen Bogenschütze, außer dass er einmal mehr getroffen werden kann. Scheinbar. Weil die sind ja einmal vom Kampfbogenschützen zum normalen Bogenschützen geworden. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt. Gefühlt nicht. Aber ich sehe nicht, vielleicht haben sie eine bessere Trefferrate oder so. Oder sie sind einfach nur steuerbar. Das kann natürlich auch einfach ein Vorteil sein. Die können in so einem Trupp mitlaufen. Ich würde so gern mit einem Pferd vorstürmen und mitkämpfen, aber damit mache ich bloß die Bewegung kaputt. Schön eins nach dem anderen. Ja, ja. Wie viel ist der vierte oder fünfte? Ne, das ist der vierte, glaube ich. Eins nach dem anderen. Gibt noch ein paar Knotenpunkte. Die sind eigentlich da gemütlich. Warum müssen die auch immer rauskommen und mich angreifen? Haben sich das selbst eingebrockt. Ah, wir sind am Finale angelangt. Sehr gut. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich werde mit meinem Pferd nicht durchhalten. Mein Pferd hat nicht die Ausdauer. Oder? Also bei der fünften, da habe ich gedacht, das Pferd schafft es nicht. Das war mir schon knapp genug. So, die Bombe ist in Position. Los geht's! Run! Und verschnauf, sobald du draußen bist. Jetzt bin ich sehr gespannt. Schafft es das Pferd oder... Oh, da hört die Ausdauer schon auf. Nein! 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 Ja. Aber meine Truppen haben es nicht geschafft. Alle haben es nicht geschafft. Was? Wie heißt das Achievement? Weite Kreise? Ah, geschafft. Okay, wir haben das Spiel durch. Wir haben Northland durch. Wir haben alles geschafft. Es gibt keine Greedlinge. Wir haben alle Technologien. Nicht alle Reittiere. Das ist ja, habe ich mir nicht alle geholt. Weiß gar nicht, ob es ein Achievement dafür gibt. Wenn, dann hole ich mir sie vielleicht noch. Das mit dem Berserkern war ganz nett, aber tatsächlich bin ich lieber... Also ich hätte lieber... Ah ja, da kommt auch jetzt das Outro. Tatsächlich hätte ich lieber aus dem Originalspiel die Katapulte, die fand ich angenehmer, weil das Problem mit den Berserkern war, ja, die hauen richtig rein, die machen ordentlich Schaden und die machen mehr Schaden schneller als so ein Katapult, weil das Katapult muss immer geladen werden und kann dann so einen riesigen Felsen werfen. Die Berserker hauen einfach drauf zu, aber dafür verlieren, wenn sie halt ein paar Mal gehittet werden, dann sind sie halt gleich wieder down. Dementsprechend. Die Musik überlagert sich gerade. Das ist ein bisschen verwirrend. So viele Leute haben da mitgemacht. Das sieht eher so nach einem Spiel, muss ich... Ich muss zugeben, das sieht nach einem Spiel eher aus, das so ein Mensch produziert. So wie Stardew Valley. Tatsächlich, das ist... Kingdom Deadlands, ja? Das ist eventuell etwas, was ich noch spielen möchte. Northlands war geil. Deadlands hat auch eine interessante Mechanik, soweit ich weiß. Aber da gibt es nicht mehr den Hammer. Ich kann mich jetzt nicht mehr ohne den Hammer bewegen. Der Hammer ist so toll. Oder das Feuerpferd. Wobei, da könnte es vielleicht andere Tiere geben. Das Feuerpferd war auch geil. Also, Feuerpferd und der Hammer. Ohne die. Uff. Ohne die, da bin ich mir sehr sicher. Da hätte ich auf jeden Fall nochmal hier die Krone verlieren müssen und nochmal neu starten, damit der Schwierigkeitsgrad drunter geht. Ansonsten, tolles Spiel. Super tolles Spiel. Super entspannt. Also, ich finde es entspannt. Auch wenn ich jede Menge rumgejammert habe. Das gehört dazu. Besonders, weil das Spiel mir dauernd die Gebäude weggenommen hat. Das war schon frech. Also, das ist schon bitter, wenn man ein wichtiges Gebäude auf einmal, weil keine Ahnung, was passiert, vom Spiel weggenommen wird und nicht mehr aufgebaut wird. Oh,
das ist so ärgerlich. Obwohl man teilweise viel Platz hat. Also mit dem Stein zum Beispiel, um die Waffe zu wechseln, das hätte nicht sein müssen. Das hat viel zu lange gedauert, bis der wieder da war. Ich weiß halt auch nicht, woran es lag. Also ich weiß, woran es lag, dass er nicht gespawnt ist. Das lag an dem Portal, das ich genau da an dem eigentlichen Spawnpunkt platziert habe. Aber ich weiß nicht, was. Vincent van Gogh hat mitgemacht? Sehr gut. Der Monarch hat das Königreich sichergestellt. Das ist die finale Meldung. Das bedeutet, alles ist geschafft. Der Winter ist auch bald vorbei. Und dann kommt der Frühling. Und der Monarch kann das Reich zu Reichtum führen. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Projekt.